und recht nebenan. Das da ist der große Bär. Und nicht weit davon, das da ist der kleine Bär. Kannst du sie sehen? Nein, und Goldilock und die drei Bären kann ich auch nicht sehen. Sie sehen ja auch nicht besonders bärig aus. Dreh das Teleskop mal hierher, Sarah. Dann müsstest du die Venus sehen, einen der Planeten. Die Venus? Lass mich mal ran. Oh. Ich will sehen, ob es da wirklich Monster mit Glubschaugen gibt. Jetzt komm, sei nicht albern. Da ist ein Alien. Er hat überall Haare und überhaupt keine Augen. Igitt! Den muss ich sehen. Ah, das ist unsere Rosa, die da schläft. Was ist denn jetzt? Ach, das da ist nur eine Sternschnuppe. Von wegen, Sam. Es war eindeutig ein Raumschiff und es kam von der Venus. Mom, wie sehen die Bewohner von der Venus aus, hä? Sind das Monster mit großen hervorstehenden Augen? Und sind sie grün und haben sie solche Antennen auf dem Kopf? Was fantasierst du dir da wieder zusammen, Norman Price? Du weißt vermutlich nicht, dass heute Nacht ein Raumschiff gelandet ist. Oh. Du willst mich mal wieder veräppeln, Schatz. Hm? Oh, ich muss los. Der Bus wartet nicht. Der hat wirklich eine lebhafte Fantasie, mein kleiner Schatz. Woher willst du wissen, dass das ein Raumschiff von der Venus war? Eigentlich nehme ich nur an, dass es von der Venus kam. Es könnte auch vom Mars oder Saturn sein. Es könnte natürlich ebenso gut sein, dass du dir das alles bloß einbildest, Norman Price. Irgendwas war aber heute Nacht am Himmel. Und es könnte gut ein Raumschiff gewesen sein. Und voller Außerirdischer. Dort, dort! Halten Sie den Bus an, Mr. Evans! Und wer bitteschön hat das da gemacht? Oh, logische Erklärungen für Kornkreise gibt es haufenweise. Das stammt vielleicht von einer wirbelnden Windhose, ein kreisförmiger Regenguss. Oder jemand mit einem runden Zelt hat dort kampiert. Genauso gut kann es aber der Platz sein, wo die Außerirdischen landen. Hör auf, Norman. Dummes Zeug. Es gibt keine Außerirdischen. Das werden wir noch sehen. Erbsensuppe ist grün. Norman, bist du das? Oh, was suchst du hier, Norman? Ich hätte schwören können, dass hier einer gewesen ist. Oh, dieser Fernseher könnte einen verrückt machen. Da ist gewiss etwas in der Thermosphäre. Ich liebe Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti. Miau! Bella! Du, die ist in Ohnmacht gefallen. Wir brauchen etwas, was ganz furchtbar stinkt. Käse! Richtig! Pfui, Teufel! Sie sind mir begegnet! Riesengroße, grüne Monster aus dem All waren es! Sie haben mein Café überfallen! Nanu, Dillis, willst du etwas schon zumachen? Nicht nur das, ich verbarrikadiere mich, wie du sehen kannst. Ich wollte ja nur ein paar Teebeutel, Dillis. Sind keine mehr da auf der Feuerwache. Die exterritorielle Bedrohung ist mir einfach zu groß. Bella ist in Ohnmacht gefallen. Ich möchte nicht, dass mir das auch widerfährt. Ist ja gut. Dann sage ich eben Bescheid, dass Außerirdische in Pontypeddy einmarschieren. Und falls du ihn siehst, Norman soll sofort nach Hause kommen. Die Frage ist, wie komme ich jetzt wohl in meinen Laden? Ah, hier was zum Teufel! Also wirklich, wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Was ist passiert, Mr. Evans? Ich glaube, ich habe eben eins dieser grünen Monster gesehen, die Bellas Café überfallen haben. Und wo ist es hin? Die Treppe hinter mir hoch Richtung Pontypeddy Mountain. Dann aber los! Wir müssen ihm nach! Na los, kommen Sie! Weit weg kann es noch nicht sein! Kein Schritt vom Wege ab, gleich kommt der Sumpf! Kommen Sie, Mr. Evans! Wenn wir das Norm erzählen, dass wir einen Alien gefangen haben,
Nur gut, dass der Mond scheint. Ich versinke. Hilfe! Die ganze Nacht ist er weggeblieben. Mit wem kann ich verbinden? Feuerwehr, Polizei oder mit dem Notarzt? Mit allem, was helfen kann. Schließlich geht's ja um Norman. Er ist von Außerirdischen genäppkit worden. Norman Price angeblich von Außerirdischen entführt. Wer es glaubt, wird selig. Na gut, stellen wir einen Suchtrupp zusammen. Na, sieh mal an, einer vom Mars mit blondem Schopf. Ich komme nicht vom Mars, ich bin von der Venus. Und er spricht fantastisch Deutsch. Für einen von der Venus. Wie lange wollt ihr mich noch so anstarren? Holt mich gefälligst raus. Nicht pampig werden, Norman. Halt, halt, da geblieben, Vorsicht. Mir reicht der eine von der Venus im Sumpf. Haltet mich an den Beinen fest. Beeilung, Mr. Evans. Gleich steht mir der Schlamm bis zum Bauchnabel. Na, was ist? So wird das nichts. Ich versinke. Holt mich zurück. Ihr wollt mich im Stich lassen? Wir brauchen Hilfe. Ah, das ist Tom, Leute. Alle winken. Tom, hierher! Komm doch! Ja, Tom, Hilfe! Ich hab ihn, Sam. Er sitzt auf der Nordseite vom Berg im Sumpf fest. Naja, abgesehen davon, dass ihm der Schlamm bald in den Kragen läuft, gut. Ich brauche eure Hilfe. Wir fahren hin, so schnell wir können. Okay, Tom. Zieh mich rauf. Nicht hin und her wackeln, Sam. Ich will zu meiner Mami. Das sind alles Profis. Nur keine Panik. Oh, da kommt Onkel Sam ja schon. Nicht strampeln. In 2 bis 3 Minuten haben wir dich. Wieso denn? Du bist doch schon da. Nicht rumhampeln, ich muss dir die Schlaufe anlegen. Der Fisch ist am Haken. Tom, zieh ihn rauf. Bravo! Hey, ja, super! Hurra! Hurra! Oh, da kommt es, Bella. Das intergalaktöse Raumschiff mit meinem Namen. Es scheint landen zu wollen. Sie kommen auf uns zu, sie ahnen uns. An uns führt kein Weg vorbei, wenn Sie nach intelligentem Leben suchen. Das ist das Ende! Was für ein furchtbares Delis! Das ist mein! Nein, mein Norman! Bitte schön, die Damen. Ein grünes Minimonster von der Venus. Mein Norman, mein kleiner Schatz, mein Ein und Alles. Norman, bitte, ich bin doch kein Baby mehr. Du schmeckst nach billiger Erbsensuppe. Norman, das sieht nach meiner Kochfolie aus.